Hi, das hier ist ein Krustenbraten in einer Herbbox. Das ist eine Zedernholzkiste mit Kräutern drin von Axtschlag. Und wie wir das alles machen, das sehen wir in der heutigen Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die wir für unseren Krustenbraten aus der Kräuterkiste brauchen. Los geht es natürlich mit dem Krustenbraten. Das ist jetzt hier ein schönes Stück vom Schinken mit einer ordentlichen Schwarte oben drauf, also perfekt für einen Krustenbraten. Und dann ist hier die Kräuterbox. Das ist von Axtschlag. Das ist eine Zedernholzkiste, in der halt verschiedene Kräuter drin sind. Ich lese mal gerade vor. Boldo-Blätter, Rosmarin, Salbei, Lavendel, Chilischoten und Curryblätter sind da drin. Und ist also extra für Fleisch. Es gibt auch welche für Fisch. Ja, und ich bin sehr darauf gespannt. Ich habe die bei der Eröffnung vom Grillfürst, habe ich die Jungs getroffen und war total begeistert von diesen Kisten und auch von diesen Woodpapers, wo ihr also so Sachen in Holz einschlagen könnt. Das werde ich irgendwann später mal ausprobieren, aber jetzt erstmal hier diese Herbbox. Da es heute ein bisschen schneller gehen muss, ist heute auch wieder mein Schnellvakuumierer hier, damit wir das Fleisch eben möglichst schnell dann auch auf den Grill bekommen können. Und jetzt bereite ich das Fleisch erstmal vor und wie wir das machen, zeige ich euch jetzt. Als erstes wird jetzt die Schwarte vom Schinken eingeritzt und da achtet ihr beim Einritzen am besten schon darauf, wie die Fleischfasern laufen. Ich will nachher das Fleisch ja dann so aufschneiden und habe es mir jetzt also hingelegt, die Fasern laufen jetzt in der Richtung. Und das heißt, wenn ich jetzt die Rauten schneide, schneide ich die so, dass die jeweils zu den Stellen zeigen, wo ich das Fleisch später dann auch anschneiden möchte. Wichtig ist bei einer Schwarte, ihr braucht ein richtig scharfes Messer, weil sonst artet das in ein Fiasko aus. Und die Schwarte auch nur anritzen und nicht nach Möglichkeit ins Fleisch schneiden. So, das Fleisch ist jetzt soweit vorbereitet, die Schwarte eingeritzt. Und jetzt lege ich das Stück Fleisch mit der Schwarte nach unten in meinen Schnellvakuumierer und gieße die Flasche Weißbier da rein. So sieht es also fertig jetzt aus. Jetzt kommt der Deckel drauf und dann werde ich es jetzt für eine Stunde marinieren. Wenn ihr das jetzt nicht in einem Vakuummarinierer macht, solltet ihr schon zwei Stunden einrechnen, dass eben die Schwarte sich schön mit dem Bier so ein bisschen vollsaugen kann, beziehungsweise halt auch so ein bisschen den Geschmack halt annimmt. Also jetzt Deckel drauf und Vakuum ziehen lassen. Für diejenigen, die jetzt halt aufgepasst haben und gemerkt haben, Moment mal, da hat doch gerade der Bier reingekippt, da ist doch Kohlensäure drin, das Vakuum löst sich doch mit der Zeit auf. Das ist grundsätzlich mal vollkommen richtig, aber wenn ihr das zweimal vakuumieren lasst, zieht euch quasi diese Vakuumpumpe die Kohlensäure aus dem Bier raus und also da sollte nicht mehr viel übrig bleiben. Ich werde einfach nach 20 Minuten auch nochmal schauen, ob das Vakuum noch da ist, gegebenenfalls dann das nochmal erneuern, aber jetzt ist das auf jeden Fall erstmal richtig satt im Vakuum drin und ich lasse es jetzt einfach erstmal so weiter marinieren. Nach circa einer Stunde ist das Fleisch dann gut mariniert und das Vakuum ist noch vorhanden. Ich lasse erstmal wieder die Luft in den Vakuumierer rein und nehme den Deckel ab. Und hier ist jetzt eben die Herbbox von Axtschlag und das ist eben, also wie gesagt, eine Zedernbox mit den Kräutern drin und darauf platziere ich jetzt das Fleisch. Das Bier ist also richtig schön in die Schwarte eingezogen. Ja, und der Krustenbraten passt halt gerade so in diese Box rein. Jetzt werde ich noch auf die Schwarte ein bisschen grobes Salz oder ein paar Salzflocken einreiben in diese Schlitze, die ich da geschnitten habe. Das sorgt für eine wunderbare Kruste. Ja, und dann ist das Fleisch vorbereitet und wir können rüber an den Grill. Der Grill ist vorgeheizt auf eine Temperatur von 180 Grad. Das ist perfekt für die Herbbox. Ich habe also hier einen indirekten Bereich gemacht. Das heißt also links und rechts sind die Kohlekörbe mit den Kohlen. Hier ist unsere Herbbox mit dem Krustenbraten. Den stellen wir jetzt wirklich einfach hier so in die Mitte rein. Deckel zu und eben darauf achten, dass die Temperatur am Anfang jetzt erstmal nicht über 180 Grad geht. Dass eben die Kräuter ihre Aromen schön ans Fleisch abgeben können. Ich werde noch ein Thermometer reinstecken zur Temperaturkontrolle.
angestrebte Kerntemperatur sind 67 Grad und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Nach exakt 2 Stunden haben wir eine Kerntemperatur von 67 Grad erreicht und es riecht unfassbar hier im Carport. Diese Kräuter, das Zedernholz, es riecht unglaublich gut. Und jetzt schauen wir mal rein. Ja, das sieht sehr gut aus und es riecht fantastisch. Den werde ich jetzt aus dem Grill rausnehmen und dann noch 10 Minuten ruhen lassen und dann kann ich ihn endlich anschneiden. So, da ist er fertig aufgeschnitten, der Krustenbraten. Herrlich, saftig, wunderbar. Hinten ist die Herbbox. Das ist wirklich ein unfassbares Aroma. Die Haut ist richtig schön knusprig. Macht das auf jeden Fall mal nach. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Barbecue aus Rheinhessen.